7 Videos zum Thema Steuerstrafrecht und Selbstanzeige. Wir sind mittlerweile angekommen beim Verhalten bei Durchsuchung. Stellen Sie sich vor, Sie sind Steuerberater oder Sie sind Mandant und morgens um 8 Uhr steht die Steuerfahndung bei beiden vor der Tür, klingelt, haben einen Durchsuchungsbefehl dabei und wollen beim Mandanten alle Geschäftsunterlagen sehen und bei der Steuerkanzlei wollen Sie alle Geschäftsunterlagen sehen, was diesen Mandanten betrifft. Wie verhalten sich beide Parteien nun perfekt richtig? Alles das in dem Video zusammen mit Professor Dr. Stefan Ahrens. Herzlich willkommen beim 7. von 7 Videos zum Thema Steuerhinterziehung, Steuerstraftaten, Steuerstrafrecht, Selbstanzeigen und auch Steuerfahndung. Stefan, ist doch immer das Gleiche, leider. Die Steuerfahndung steht mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür, sowohl beim Mandanten als auch beim Rechtsanwalt/Steuerberater. Wollen die Geschäftsräume durchsuchen, Unterlagen mitnehmen. Dürfen wir es so einfach? Wie verhält man sich als Mandant, aber auch als Berater an dieser Stelle richtig? Ja, in der Tat, da gehen wir gerne drauf ein und man kann den Fall sogar noch erweitern. Es ist ja im Regelfall so, dass die Steuerfahndung dann nicht nur beim Steuerberater auftaucht, sondern möglicherweise auch im Firmensitz, im Privathaus. Stellen Sie sich vor, der Geschäftsführer ist schon im Privathaus zu Hause, werden die Kinder fertig gemacht für den Kindergarten, für die Schule und auf einmal klingelt es an der Tür und die Steuerfahndung steht da. Wie verhalte ich mich jetzt? Da habe ich Ihnen eine kleine Checkliste mitgebracht. Zunächst einmal, es bringt überhaupt nichts, hier Widerstand zu leisten. Sie haben keine Chance, das muss man ganz klar sagen. Wenn der Durchsuchungsbeschluss da ist, ist die Steuerfahndung erstmal berechtigt, die Unterlagen sich anzuschauen und ihre Räume zu betreten. Aber lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss zeigen, kopieren Sie sich den auch ab. Das brauchen wir gleich nochmal, um uns vielleicht doch im Nachhinein dagegen zu wehren. Ziehen Sie Zeugen hinzu und greifen Sie zum Telefon, rufen Sie einen Steuerberater an, rufen Sie einen Rechtsanwalt an, der Sie dabei unterstützt. Lassen Sie sich den Einsatzleiter benennen und dann gibt es 2 ganz, ganz, ganz wichtige Tipps. Erster Tipp, Sie widersprechen bzw. lassen widersprechen durch den Steuerberater und Rechtsanwalt irgendwelchen Sicherstellungen. Es ist ganz häufig so, dass die Steuerfahndung dann Unterlagen mitnimmt, die sie vielleicht gar nicht mitnehmen darf, weil irgendwas unzulässig ist. Und wenn die da aber schon mal einen Blick drauf geworfen hat oder das im Einsatzfahrzeug hat oder im Amt dann doch hat für ein paar Tage, sind die auch total spannende Informationen. Wenn sich dann herausstellt, sie hätten die Unterlagen gar nicht mitnehmen dürfen, haben die trotzdem gesehen. An dieser Stelle am besten großen fetten Briefumschlag oder einen ganz fetten Karton, alle Unterlagen rein, widersprechen, einmal ein Siegel drumherum und dann diesen versiegelten Karton mit den ganzen Aktenbergen der Steuerfahndung mitgeben. Und dann kann man erstmal gerichtlich prüfen lassen, ob das, was da drin ist, überhaupt hätte durchsucht werden und überhaupt hätte beschlagnahmt werden können. Immer dann, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Genau, deshalb ist es auch so wichtig, sich diesen Durchsuchungsbeschluss mal zeigen zu lassen und abzufotografieren, um überhaupt im Nachhinein noch rekonstruieren zu können, was wird Ihnen denn vorgeworfen. Die Steuerfahndung arbeitet natürlich an solchen Stellen immer wieder mit Überraschungseffekten, Überraschungsmomenten. Ne? Man versucht sie zu überrumpeln. Deshalb der 2. Tipp, schweigen. Den Mund halten. Also einfach in einen separaten Raum gehen. Sie können an der Situation nichts ändern, aber Sie können es noch schlimmer machen. Und schlimmer machen wäre dann der Fall, wenn Sie anfangen, irgendwelche Dinge zu rechtfertigen, die Sie vielleicht getan haben, und das zu rechtfertigen ohne Rücksprache mit Steuerberater, Anwälten. Man kann immer im Nachhinein noch Stellung nehmen, aber bitte nicht in der Situation aufgrund dieses Überrumpelungseffekts, also schweigen. Und häufig ist das ja auch so, dass die Steuerfahndung mit mehreren Personen kommen. Einer rennt nach oben, einer nach unten, einer dann auf der mittleren Etage. Man selber ist alleine und man kann gar nicht alle 3, 4, 5 Kollegen dann beobachten. Mal freundlich mit den Kollegen reden und sagen, Hammer, ich würde euch gerne, das könnt ihr gerne machen, ich würde euch gerne beobachten, aber bitte nicht alle einzeln auf verschiedenen Etagen, sondern immer da, wo ich bin, da könnt ihr auch sein, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich beobachte euch. Das wäre mir ganz wichtig. In der Regel funktioniert das auch, weil sonst haben sie gar keinen Überblick mehr. Super, Stefan. Vielen lieben Dank für diese wertvollen 7 Videos zum Thema Steuerstrafrecht als Ergänzung für Ihre Vorlesung, als Vorbereitung für Klausuren und Examina. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal einmal abonnieren, dann sehen wir Sie in der nächsten Videoreihe auch schon direkt wieder.